Im Westen Sibiriens sind bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 werden noch vermisst. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich in einer Tiefe von rund 250 Metern eine Explosion ereignet. Mehr als 230 Arbeiter konnten gerettet werden. Wegen Verstößen gegen Sicherheitsbestimmungen kommt es in russischen Kohleminen immer wieder zu schweren Unglücken.